Willkommen zurück zu Final Fantasy X. Beim letzten Mal sind wir aus dem Tempel von Magalania entkommen. Und ja, die Guado war ziemlich böse hinter uns her. Jetzt haben wir noch ein paar Yetis am Arsch gehabt, beziehungsweise ein Yeti, der uns hier unterhalb von den See geschickt hat, wo wir da drauf rumgelatscht sind, während wir gegen den gekämpft hatten. Und ja, reden wir mal mit Oren und Lulu. We're under the lake ice, aren't we? Ja, sind wir. Look, that's the bottom of the temple. We've fallen a long way. Oh, ich hab Hunger, ich wollte eigentlich was essen. Verdammt. What now, I wonder? What now? You act first and think later, don't you? I mean, can't you be a little more responsible? We're all depending on you, you know? A lecture. No. Just a suggestion. You should place trust in your friends. But you can't expect someone to protect you all the time. You would do well to remember that. Is that a lecture? It's advice. Ein Tipp? Nein, eine Moralpredigt. So now we're the traitors that killed a maester. Passiert wohl. Young summoners are magnets for trouble. Aber auch ein altes. So. Hey, Wonka, would you cheer up? Look, we only did what we had to do. It doesn't matter. Don't you see? I've always walked the path of Yevon. But now, I'm a traitor. How could this happen? Damn! It's not Riku's fault either. You don't know how I feel. Wonder what the Aurochs are doing now. Warum? Willst du wieder Blitzball spielen? Nichts ist. I'm sure Yuni's okay. She's breathing fine and all. How are Lulu and Waka? Well, Waka's in shock. Can't blame him either. And Lulu, well, she's just the same as always. She's so together. All grown up, I guess. I guess. Well, just give me 5 or 6 more years. So, Kamari, how do we get out of here? Hey, don't change the subject. We climb. Kamari too. Only those who try will become. Huh? I think he means you have to work hard if you want to be like Lulu. Oh, I will. Kamari think Riku should stay Riku. Huh? Hey, are you saying I'll never be like Lulu? Kamari! How can you laugh at a time like this? Weil Spaß macht. Yuna? I wanted to confront Maester Seymour about his father, Lord Jiskol. I wanted to convince him to turn himself in to Yevon's judgment. In exchange for marriage? Yes, if that's what it took. So, what did Seymour say? He didn't say anything. Now I don't even think it was worth it. I should have told you what I was going to do. Enough! Dwelling in the past is futile. Hey, you don't have to say it like that! You want to waste time listening to her regrets? You don't have to say it like that. Our immediate concern is Yuna's pilgrimage.
Are you willing to go on? Yes. But then, do you think Yevon will allow it? The Faith are the ones that give power to the summoners. Not the temples or the teachings. If the temples try to stop us, then we will defy Yevon if we must. Whoa! I can't believe you said that! Sir Auron? Count me out. We have to atone to make up for the sins we have committed. Of course, it's not like I ever liked Maester Seymour, yeah? No way I'll ever forgive him for killing Lord Jisco. And for trying to do us all in too, you know? But still, the bunch of us going against Yevon? No way! But still, we have transgressed and must face our punishment. We must go to Bavel. We must speak with Maester Micah and explain what has happened. There is no other way, I think. I agree. Ich bin dagegen. Sir Auron? So it is decided. Will you come with us? I am the troublemaker, after all. Yeah, that's right! You can always count on Auron to complicate things. Yeah! Kimari roars, and Auron runs off, and... I never asked you to follow me. Hey, but that's what friends are for. Right? Yep. Thank you. Huh? Friends, huh? Man, how can you all act like nothing's wrong? Must got nerves of steel or something. You're too edgy. Listen to the hymn and calm down. Ich will mich nicht beruhigen. Is that coming from the temple? Yes, it is Yevon's gift. It soothes the hearts of the faithful. Ich muss mal gucken, wie sieht's überhaupt aus? Okay, also es läuft alles normal im OBS. Ich hab gedacht, da tut's schon wieder irgendwie lecken oder so. Da ist eine Schatztruhe. Da wollte ich die ganze Zeit dran. Rächer, was ist das denn? Ich glaube, das ist eine Waffe für Tidus. Da, Konter. Oh, brauche ich nicht. Ascendler, Eisschwert, Stromschlag. Wir lassen... Warte mal, Stromschlag. Ja, wir nehmen mal das Splitschwert mit. So. Jack used to sing this song. Yeah, over and over. But not this good, that's for sure. Another trait you share. What? You were listening? Natürlich. Jeez, can't I get a little privacy? Your singing reminded me of Spira. Oh, right. You're not originally from Xanarkand, are you? You homesick? Maybe. Say, how'd you get to Xanarkand anyway? Sin? I thought so. That proved it. Sin was the link between Xanarkand and Spira. Which means, if we kill Sin, I'll never be able to go home. Alter, gehen mir meine Übernachbarn wieder auf den Sack, ne? Ich höre nämlich gerade die Alte da oben die ganze Zeit rumschreien und wird sie wieder die Belger zusammenscheißen. Ey, da könntest du reinschlagen. Als ob die den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat. The singing stopped. Stimmt. There's something here. The ground. Oha.
Sin! The toxin! Watch out! It was then I knew that Sin really was my old man. For the first time, I was finally able to believe it. The song you are listening to. What is it this time? Zanarkand. Ah, you homesick too? That's not your world anymore. You're Sin now. Hey, I'm older now, you know? I know. You want this to end. I'll find a way, promise. Ach, jetzt sind wir hier. Alles klar. Ich glaube, einer der beschissensten Orte, den ich mir vorstellen kann hier. Also es ist zwar grafisch und so weiter, ist alles recht cool, dieser Ort, aber ich mag den nicht. Vom Spielerischen her nicht. Where am I? I forgive you this time. Be good for a while, okay? Das ist eine Kiste. Gerade gesehen? Lol. Okay. Alle Heilmittel mal 4. Gut, hier geht's bloß geradeaus. Ja. Genau. Egal, Angriff. Hey, da tut er weh. Machen wir mal gemach. Easy. Hast. Oh. Ja, schade, hätte ja klappen sollen. Das war knapp. Need some help? Ah, das wäre sehr wohltuend, finde ich. Bitte dann hast. Nein! Bin ich bekloppt oder was? Ich wollte. Oh, ein Husking. Meine Güte. Holy. Are you all right? Hey, wie geht's? Bin begeistert. Danke für die Hilfe. So. Item. Wie sieht's hier überhaupt aus? X. High Potions. Ja, nehmen wir High. Ich bin high. So, wie sieht's aus? Na, 7000. Kritisch. Daneben, daneben. Lulu kann irgendwie neuerdings besser ausweichen, habe ich das Gefühl.
Wer weiß. Er ist am Boden, am Boden! Greift an! Nee, lass mal, oder? Kann ich mir das leisten? Ja, könnte ich. Ich mach's mal lieber nicht. Fährt denn der noch? 1300. Na gut, zwei, drei Schläge ist er weg. Jawohl. Abendsonne, was ist das denn? The others? Haven't found them yet. We're supposed to stay in one place if we get split up. Wait here if you want. He's not. Owen haut schon ab. Ausrüstung. Abendsonne. Blindschlag. Aha, okay. Eigentlich ein ganz cooler Name. You alone? Mm-hmm. Where's Yuna? Nicht bei uns. Damn it! First I lose Yuna, then I'm ambushed by Machina. Great day I'm having. Was für eine Machina? Wir haben doch... Hä? Er hat gar keine Machina angegriffen, du Mond. Allbed Erste-Hilfe-Kasten. Dieser Erste-Hilfe-Kasten wurde von den Allbed installiert, um Notfällen in der Wüste vorzubeugen. Mal 8 Medizin. Dann ist Kamari. Jo, Alter, was geht? Your fault, Kamari. You know, du kannst nichts dafür. Hey, the kids. Oha. Weg. Oh. Blitz. Nee, Feuer sogar, okay. Reicht das? Ja, reicht. Au. Oh, ich bin blind, merke ich gerade. Ja, komm, verwenden wir nochmal. So, dann können wir einmal tauschen. Nur mal kurz anpeilen einsetzen und dann tauschen wir nochmal zurück auf Kamari und setzen Dragonik ein. Wir wollen ja jeden halbwegs gleichmäßig leveln. Betonung auf halbwegs. Ich kann mich daran erinnern, als ich jedes Mal hier durch diese Wüste geschlendert bin, ich bin jedes Mal so schnell wie möglich durchgerannt, dass ich da nicht irgendwie auf irgendwelche Mobs treffe. Aber so wie es scheint im Let's Play, könnte ich das vielleicht anders machen. Komm auf Bodyguard. Okay. Uiuiuiui. Mal Blindhieb hier, der Typ ist ja extrem. Hilft natürlich nicht. Miss me? Hm.
Nur zur Sicherheit. Wird zwar nicht viel bringen, aber okay. Ja, gut. Sinnlos. So wird das gemacht. All Bad Medizin schön und gut. Wir können die aber, glaube ich, nicht verwenden, ne? Zum Glück haben wir High Potions mehr als genug momentan. Unsichtbare Wand. Aber auf der Karte ging es eigentlich da weiter. Haha, oh, Riku. Ah, where's the early bird when you need it? Yo. 45.000. Easy, mach mal. Warte mal. Zack. Immun. Kann mir nicht vorstellen, dass das was bringt. Alles klar, das Teil ist blind, obwohl es keine Augen hat. Bringt das was, wenn ich Dragonik mache? Ich lerne mal wieder nichts dazu. Schön. Lulu. So, was war bei der? Ich glaube Eis, ne? Eis oder Wasser? Was mit Bio? Hilft sogar. Okay. Gehen wir nochmal auf uns. Machen wir Hass auf Lulu. So. Jetzt muss man probieren hin und her, ob Eis oder Wasser halt vorteilhaft ist. 2400, 21, okay. 4500 Gift, das ist eine Menge Schaden. So. Eis scheint ein bisschen mehr abzuziehen. Und Schuss wollte ich jetzt nicht einsetzen, weil das Teil gibt, denke ich, ganz gut EP. Nein! Mistkrücke. Jetzt hat es aus dem Spiel genommen, das gefällt mir nicht. Gib den raus. Hörst du mir nicht zu? Du sollst ihn ausspucken. Hoffentlich spuckt die den nochmal aus. Das wäre blöd, wenn nicht. Ich glaube. Das Teil macht eine Aktion namens Hochwürgen, wenn ich mich irre. Ah, sag ich doch. Der hat keinen Schaden erlitten, sonst haben die immer Schaden erlitten, wenn die rausgewürgt wurden. Das ist eigenartig. Ist wirklich eigenartig. Okay, bis 300. Ich habe jetzt mit mehr gerechnet. Aber na gut, wenn du das sagst, dann wird es wahrscheinlich so stimmen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Walker Lebenspunkte, EP-Punkte bekommt. Der war ja jetzt aus dem Kampf genommen. Nee, bekommt. Okay. Riku! Oh! Hey, guys! Where's Uni? Gone. Gone. Some guardian I am. There's something I want to tell you, but promise not to say anything. Hmm? No glaring either.
I know where we are. We're on Bicanel Island. There's a place us Albed call home near here. Uni's there, I'm sure of it. Other Albed must have come and rescued her. Rescued? You mean kidnapped? What does it matter as long as she's safe? That's right. Anyway, I will take you there if you promise that you won't tell anyone about it. Especially not Yevanites, okay? You know they don't like us Albed. Who knows what they'll do if they knew? Give me a break. What are you accusing Yevon of this time? Yevon did something really bad to us before. Well, you Albed must have deserved it. Ugh! Can't you guys talk about this later? Just promise you won't tell anyone about this island. Promise? Waka, come on! All right, I promise. Lead the way. You got it. Yeah, Kiste. Eta mal 2 und nochmal our Bad Medizin. Gut. So, erstmal speichern jetzt hier. Zack, 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 zack. So, und dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier erstmal Schluss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Final Fantasy 10 wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.